tragische erste Jahrestage für YouTuberin Erin Knoll. Schon seit einer halben Ewigkeit ist sie mit ihrem Freund Ryan zusammen. An einem Tag wollte sie ihn gerade abholen. Nach einer Bandprobe wollte er eigentlich sofort zu ihr fahren. Doch auch nach stundenlangem Warten kein Freund in Sicht. Sie macht sich Sorgen und fährt die Straße ab, wo sie letztendlich an seinem Haus ankommt. Den Gesichtsausdruck der Mutter wird sie laut eigenen Aussagen nie vergessen. Aus unerklärlichen Gründen ist er bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Sein Wagen kam von der Straße ab, er hatte keine Chance. So verfliegen die einst so romantischen und schönen Zukunftspläne der beiden, die verliebter nicht hätten sein können. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way.